habe ich mal eben nach kurz 2 Stunden mal eben kurz einen Cut gemacht. Zack! Schnitt rein, nichts gemerkt, aber. War gerade zu ruhig, dann passte es. Oh. Ruf des Waldes war gerade an. Hab auch Cut gemacht. Achso, jetzt auf einmal, ne? Ist klar. Jetzt kann da kein ganz in Ruhe brennen und ich kann mir noch was zu trinken nehmen hier vorne? Nein. Doch. Darfst du nicht. Sicher. Man hört jetzt nur klappern, oder? Ja. Siehst du? Darfst du nicht. Das hört sich einfach wie so eine Bierkiste an. Nö. Wenn du meinst. Er ist in Glasflaschen. Heppe, 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 heppe. Warte, hatte du denn da? Zentos hat einen Knall, das ist so klar. Ja. Yeah, 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 yeah. Yeah. Zentos hat einen Knall. Nein. Doch. Ah, falsches rausgenommen. Das muss da raus. Was gibt's noch für Stromquellen, die man effektiv nutzen kann? Ja, Solarpanel eigentlich nur, ne? Kann sein. Weil die anderen Dinger brauche ich noch niemand, da gibt's zu wenig. Obwohl, wenn er sich einmal selbst versorgt mit Melonen. Ich weiß das doch nicht. Ich gerade auch nicht. Was ist das denn für eine MG-Knarre hier? Chemical. Alter, Whalegun. Lol. Eine Whalegun. Hammer. Boah, vor allem, wie dick du das einfach gemacht hast. Mhm. Aus einem Grund. Unten drunter Pipes zu legen. Hammer groß, ne? Ja. Für den Anfang reicht's, glaube ich. Frage ist. Wo fängt man an? Wo fange ich an, die Stromversorgung zu setzen? Was hast du denn jetzt da für eine Stromversorgung gemacht? Oh, das wird's ja immer. Erstmal den Power Junction. Okay. Der wandelt halt den Strom ja um. Ja, das weiß ich ja, das ist mir schon. Ich würde sagen, durch hier den Power Junction läuft so, du fütterst ihm mit Energie, in der RF sind gleich 5 LP. Ja. Okay. 2 Millionen. 4 Millionen kann das speichern. Ja. Und 1 EU sind 2 LP. Aber EU machen wir nicht, die brauchen wir halt nicht. RF ist halt immer Standard, was wir nutzen. Also wir kriegen kaum EU. Wo willst du denn EU herkriegen, außer von Industry? Ja, deswegen. RF ist so generell Standard. Ja, ja. F ist mittlerweile Standard geworden, glaube ich. Dass du ihn mit RF und EU füttern kannst. Ja. Ey, wo hab ich denn mein Buch hingetan? Weiß ich nicht. In den Arsch geschoben? Oh, nee. Ist ein bisschen ekelhaft. Was machst du da? Ah, ich hab's gefunden. Warum ist das hier? Finde ich. Weiß ich nicht. Defenses. Mana Tablets. Das kommt hier rein. Sind ja einfach herzustellen. Gefolding. Weil dann komme ich nämlich auf die Idee. Dass wir das Ding erstmal mit Mana-Energie füttern. Okay. Ach, das ist mein Formonumicum. Das ist das falsche Buch. Ja. Das Formonumicum kommt erstmal mit dem Stab da rein. Das machen wir so. Dann brauche ich noch so, gleich so einen Flux. Und eine neue Bank. Du musst dann kurz die Menschen und selbst unterhalten. Willst du schlafen gehen oder so? Wieso selbst unterhalten? Ich muss mal für kleine Kinder. Nein, darfst du nicht. Aber ich muss? Du musst auch schon die ganze Zeit. Ah Mann, und wir haben gerade Cut gemacht, wir beiden Idioten.
Pass auf, ja. Ich gehe als erstes und dann gehst du. Verpiss dich. Okay, bis gleich. Ich mache hier einfach Pause. Hallo. Lass mich, hau mich nicht. Okay, du haust mich. Bis gleich. So konnte ich schlafen gehen. So, wie gesagt. Das. Ich besorge mir noch ein paar Perlen. Enderperlen. Wir haben ja ordentlich davon. Das ist das Gute. Ich würde sagen, nehmen wir mal ein Stack mit. Das sind 16 Stück. Ich übertreibe dann, machen 16 Mana-Tablets. Können wir so mit Mana füttern dann. Die Sachen weiß ich ja, wie die funktionieren. Dann, Kappa, Databank. Wie teuer ist die denn? Dafür brauchen wir die. Lowstone, das. Nein. Emeralds haben wir, das ist gut. Weil 25 Millionen wäre schon gut, wenn wir die hätten. Electric Steel können wir auch gut herstellen. Silicon haben wir nämlich. Den geht's. Hat der Fuzzi hergestellt? Glaube ich ein paar. Aber pssst. Brauche eh nur 4 Stück. Das wird teuer. So. Wir brauchen von den 4 Stück. Dafür brauchen wir davon 2. Das sind halt 16. Davon brauchen wir auch 2. Und auch nochmal 16. Das war so, macht er ja gerade schon. Von den 16 Stück brauchen 2 Stück davon. Ja, 32. Okay, 16 Kohl das. Und dann das. Brauchen wir jetzt 16. Und 16. Das sollten wir zusammenkriegen. Also 32, das sind 32. 64 Stück brauchen wir von denen. Oh Gott. Also, machen wir schon mal. Deck. Wenn man noch zwischendurch aufgehalten wird, ja. Ja. Jetzt kannst du aber gehen. Ach, nö. Muss ich ja nicht machen. Warum hetze ich mich denn so halb ab? Du Arsch. Wichser. Ey, was bist denn hier am Klauen? Hallo? Hä? Ich hab diese Diebe, ey. Ich hab die Dias reingetan, also. Ah, der ist fertig weißt jetzt hier. Weißt du was? Ja. Was? Ich brauch ein Stack. Gar nichts. Ja. Was Energetic Alloy. Ja, da kannst du definitiv. Geh mal weg mit dem Stack, das kannst du knicken. Das Stack brauche ich. Was willst du machen? Kann das sein, dass du eine 25 Millionen Powerbank machen willst? Was? Ne? Nein, ich baue gerade Advanced Photovoltaic Cell und dicke Banks. Sicher. Das Ding hat doch zu wenig Strom. Nein, Mann. Diese Dinger werden danach nicht zu wenig Strom haben. Glaub mir. Warum brauche ich wohl ein ganzes Stack? Was machst du? Weißt du, warum ich ein ganzes Deck brauche? Ja, was baust du? Advanced Photovoltaic Cell. Nicht die gelben, nicht die normalen. Okay, achso, das. Die 40F geben.
All die Dinger geben 8er und die anderen geben 1er, die kleinen Delete-Dinger hier. Ja. Und die gehen gleich 40. Ich will mir nicht eine 25 Millionen Powerbank machen. Fürs Lager hinten. Ja. Nimm doch das reicht vollkommen aus dann. Nimm doch hier vorne die 5 Millionen weg von der Baumfarm. Selbst eine 5 Millionen reicht, auch eine Million reicht. Nein. Du kannst sowieso nur Strom rein und raus. Und wenn du richtig anfängst zu craften, weißt du, wie schnell die Energie frisst. Ja, dann frisst du die Energie, aber dann kriegst du die auch nicht reingepumpt hinterher. Du musst ja bedenken, dass der Strom, der rausgeht, muss ja auch wieder reingeholt werden. Ja, aber wenn du so einen großen Speicher hast, dann bleibt das relativ voll. Aber dann musst du selber was machen. Und Gold ist momentan knapp. Ich habe keins mehr. Habe ich gerade gesehen. Das ist nicht. Ah. Hab schon gesehen. Er braucht noch der. Ja. Er hat sich jetzt aufhängen. Das ist so schweineteuer alles. Disablen hier. Ja. Mal schweineteuer. Ist immer so. Weiß, ich klaue die hier hinten erstmal. Man kann die ja später machen. Diasid. Hey. Hm? Diasid. Ja? Mhm. Hast du? Jo. Ich klaue auch mal ein Advanced Panel gleich wieder mit. Mach doch. Kannst du mitnehmen. Ja. Trotzdem hole ich mir noch gleich Mana Pools, mach Mana Tablets. Fangen wir jetzt mal mit der 5 Millionen an. Das reicht locker für den Anfang. Ja. Nachher kannst du 5 Millionen nehmen, also auch 25. Und wenn du die hast, dann kannst du weiter köpfen. Von da abgesehen. Ja, so ist es doch. Den brauchst du doch momentan nicht. Solar. Weil wenn ich genug Eisen produziere, dann kann ich nämlich, und Lapis, dann kann ich schon mal die ganz kleinen machen. Ah, scheiße, ich brauche noch Lead-Pflanzen brauche ich auch noch. Gott, wie schnell das rausfrisst gerade alles. Ach du Scheiße, und Eisen brauche ich noch das mehr. Gut, dass das doppelt so viel ist. Naja. Lead. Oh, wie heißt die denn? Ist das Plumpy? Potato und Ferrorium. Okay, ach, das ist ja Eisen. Machen wir das mal ein bisschen schneller. Ein bisschen beschleunigen. Züchte ich gleich auch noch. Okay, jetzt ist die Frage. Alle Fragen. Welche Fragen? Die Fragen. So, haben wir die Energie? Da kann noch Stein. Frage ist: Wie viel Crafting Table brauchen wir? Die Frage ist, mit was willst du anfangen? Crafting, was heißt Crafting Table? Automatisch craften. Ja, pass auf. Um erstmal Strom hinzukriegen, müssten wir vielleicht anfangen, Leadstone Solarpanels zu bauen. Die ersten. Okay. So, dann brauchst du erstmal eins. Lead. Dann brauchst du den Leadstone Solarkern, ist eine zweite. Energy Cells drin. Was? Im Energy Set drin. Ja, sicher. Gut, ich mach das gerade selber jetzt erstmal. Boss 4, 5, 6, 7 Stück. Thermal Foundation Nuggets oder Immersive Nuggets? Was für Nuggets? Für was? Was macht er gerade für Lead? Wo Lead? Ja, Lead Ingots. Ja, was ist mit den Lead Ingots? Wir müssen halt drauf achten, dass wir auch die gleichen drin haben, weißt du noch. Ja, und wenn du mit dem einen nur ein Lead machst,